Yo, Friends, was geht ab? Hier ist wieder Armin von Immer Fresh und ich heiße euch willkommen zu den Top 11 plus 5 Shorts. Ja, nachdem wir Sommer-T-Shirts und Sommer-Sneaker rausgehauen haben, kommen jetzt Shorts. Ich habe euch die freshesten Modelle für dieses Jahr rausgesucht und am Ende plus 5 sind nochmal 5 stark reduzierte Shorts. Und was ihr außerdem in der Beschreibung findet, relativ weit oben, sind aktuelle Shorts-Sales. Da ist unter anderem der Designer-Shorts-Sale bei Farfetch. Und gerade wenn ihr sehr ausgefallene Crazy-Shorts sucht von krassen Marken, check das ab. Aber ansonsten, die Shorts, die ich euch in diesem Video vorstelle, sind alle so im mittleren Preisbereich. Also die sprengen tendenziell nicht den Geldbeutel. Let's go mit Number One von Returnity aus der ganz neuen Blair-Kollektion. Die Jungs haben da wirklich zwei sehr Baba-Shorts rausgehauen, die auch ein bisschen einzigartig sind vom Look. Zumindest der erste. Eine Baumwoll-Shorts in Washed Black, beziehungsweise so ein bisschen Gradient. Ja, die ist oben ein bisschen heller und ein bisschen dunkler. Also wirklich ein sehr einzigartiger Look, der jetzt nicht irgendwie bei irgendeiner Standard-Brand oder so in der Form zu haben ist, ja. Sehr nices Modell, mit 50 Euro kann man nicht meckern. Die Größen gehen auch mehr und mehr sold out, ja, wenn ihr hier auf XS drückt, ist schon ausverkauft. Und alle Links zu den Modellen, die ich euch vorstelle, findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten gibt es das Modell auch als Cargo-Modell in Oliv, auch sehr wild. Auch unten hier mit so Destroyed-Elementen, weiße Bändel, Cargo-Taschen, Air-Logo. Aktuell noch alle Größen da, wobei die schwinden auch. Let's go mit Nummer 2. Auch sehr wild. Okay, die sind alle sehr wild, Jungs, weil ich habe die rausgesucht. Aber ich finde es sehr stark, dass die sportlichen Marken Nike und Adidas wirklich einen guten Riecher dafür haben, auch aktuelle Fashion-Trends aufzugreifen und mit in ihre sportlichen Kollektionen einzubauen. Ja, zum Beispiel das T-Shirt hier ist von Adidas und es ist einfach washed und oversized. Obwohl Adidas eigentlich eine Sportbrand ist, hat Adidas mit vielen Linien auch immer ein Auge drauf, ey, was ist gerade fresh so, und hauen dann auch Pieces in dem Style raus. So wie auch bei dieser Jordan Mesh Shorts, wo die einfach den Jordan-Schriftzug vorne drauf gehauen haben. Finde ich für dieses Jahr sehr nice bei Shorts, bei Pants allgemein. Ist aus der DNA-Familie sehr wild. Wirklich sehr, sehr nice. Gerade wenn ihr Nike oder Jordan Shorts rocken möchte, die einen einzigartigen Look hat, kann ich empfehlen. Auch super bequem. Kommt auch in Blau-Rot. Hierzu ein kleiner Hinweis, es ist keine extra Shorts, aber ich wollte euch auf jeden Fall auch nicht verwehrt lassen. Und zwar die Jordan DNA Pool Shorts, die eigentlich eine Badehose ist, aber auch so als Shorts gerockt werden kann. Kommt in sehr wilden, sommerlichen Farben und ebenfalls aus der DNA-Familie. Gibt es auch nochmal in diesem Colorway. Also gerade wenn ihr am See chillt oder bei einer Poolparty, ist das Ding sehr wild. So, let's go mit Nummer 3 von Pegador. Auch sehr empfehlenswert, die Heavy Shorts. Ich habe jetzt hier die Farbe Mint angewählt und ich sehe gerade schon, ey, das ist schon fast sold out. Aber auf jeden Fall eine sehr wilde und bequeme Basic Shorts. Die auch sehr nice zu, wenn ihr Oversize-T-Shirts habt oder so, könnt ihr die sehr nice damit kombinieren. Und Pegador hat auch die passenden Shirts dazu. Da habt ihr einmal einen Full-Mint-Look, einmal hier im Beigen, einmal in All-Black. Und was wir euch auch verlinken, ja, ist die Übersichtsseite von weiteren Pegador-Shorts, weil die ist ja jetzt fast sold out. Da könnt ihr weitere Farben abchecken. Die haben auch die Cargo-Version, die haben auch so eine Basketball-Version. Und einfach noch jede Menge Shorts. Also ich rock sehr gerne im Sommer Pegador-Shorts. Kommen wir zu Nummer 4. Und direkt schon ein reduziertes Modell. Nicht ganz so krass reduziert wie die Modelle, die noch kommen. Deswegen ist es nicht bei den Plus-Modellen mit am Start. Aber gerade wer dieses Jahr Denim-Jeans rocken will, ich persönlich finde auch helle Denim-Shorts viel wilder als dunkelblaue. Was hoffentlich auch geht, wenn die halt black ist. Aber ansonsten würde ich für diese Saison ein helles Denim auf jeden Fall bevorzugen. Kostet eigentlich 110 Euro, weil Lacoste Quality. Aber gibt es hier gerade für 77 Euro. Und hier seht ihr den Fit. Auch schön ein bisschen weiter, ein bisschen länger. Gerade wer Cappy Stories anguckt, der rockt aktuell eine Jeans-Shorts in diesem Style. Und hinten habt ihr auch nochmal das Lacoste-Krokodil. Aktuell hat auch Lacoste den Sommer-Sale am Start, ja? Also es gibt nur zu bestimmten Zeiten im Jahr Lacoste-Pieces reduziert. Und dann kann man richtig nice Schnapper machen. Und gerade ist es soweit, ich glaube bis irgendwann im August, dann ist vorbei. Und da haben wir euch auch relativ weit oben in der Beschreibung den Lacoste-Shorts-Sale verlinkt, ja? Checkt das ab. Richtig viele, einfach 50%, mega viele 30%. Einfach auf die ganze aktuelle und ehemalige Lacoste-Kollektion nicht verpassen. Weiter geht's mit Number 5, Workwear. Auch nach wie vor im Trend und nach wie vor sehr lit. Ich empfehle euch hier die Field Cargo von Carhartt. Kommt zum einen in Oliv und zum anderen in Schwarz. Auch nicer Fit und bei der könnt ihr auf jeden Fall auch in den Cargo-Taschen auch wirklich was verstauen. Bei diesen Cargo-Joggern ist es ja tendenziell meistens eher so ein bisschen Look. Da kann man vielleicht was Leichtes reinmachen, aber sobald man was Schweres reinmacht, ist es schon eher wack. Aber die Carhartt erfüllt dahingehend auf jeden Fall ihren Zweck. Ist doch nicht ganz günstig mit 100 Euro, aber dafür eine sehr, sehr nice Shorts. Und wir verlinken euch auch noch eine Übersichtsseite mit weiteren Carhartt Shorts. Und auf unserer Website immerfresh.de, da solltet ihr ohnehin vorbeischauen. Weil da gibt es zu jeder Shorts weitere Shops, wo es vielleicht eventuell günstiger ist oder weitere Größen, falls eure Größe schon sold out ist. Und da findet ihr auch eine Übersichtsseite von Carhartt, wo es auch die Regular Cargo Shorts gibt. Die kostet aber 15 Euro weniger, aber ihr kriegt trotzdem die Carhartt Quali. So, let's go mit Nummer 6. Mitchell & Ness Basketball Shorts, auch sehr wild für dieses Jahr. Und da habe ich euch ein Modell, das ist wortwörtlich fire. Die Chicago Bulls Flames Wingman Shorts. Auch hier mit diesem Diamond Look und dann der Bull und dann hier die flammende Shorts.
Auf jeden Fall Mesh, sehr bequem, sehr luftig und sehr wild, auch wenn ihr oben locker tragt, aber auch wenn ihr ein bisschen regular fit tragt, geht beides sehr gut. Hier gibt es aktuell nur L und XL, aber auf unserer Website Shop 2 gibt es weitere Größen. Und an sich die Flammen, das ist auf jeden Fall nicht jedermanns Sache. Ich feiere die sehr, aber dafür habe ich euch auch eine Übersichtsseite an den Start gebracht mit den aktuell freshsten Mitchell & Ness Basketball Shorts. Aber da findet ihr auf jeden Fall alle möglichen Looks und alle möglichen Farben. Genau, auch ein bisschen mehr schlichtere. Hier die lilane ist wie die Bones MC Shorts aus Ecstasy. Genau, also wenn ihr Basketball-Shorts sucht, da, checkt das ab. Als nächstes haben wir Nummer 7, Nike. Die haben für dieses Jahr alle eine White Fit Cargo an den Start gebracht. Nike, was geht denn ab, Alter? Mit dem Zickzack-Swoosh-Logo, das sich durch viele Pieces aktuell durchzieht bei Nike. Ich finde es auch nice, es gibt der All-Black-Shorts zum Beispiel noch einen kleinen Touch. Auch hier bei der All-White in Navy und in so einer Aquamarin-Farbe. Und wer Babyblau misst, da kommt noch ein Modell auf jeden Fall. Aber genau, hier 45 Euro, sehr nice Quali. Ungefähr im selben Preisbereich liegt die Shorts Nummer 8. Auch sehr wild ist die Adidas Monogramm Shorts. Könnt ihr mit dem passenden Monogramm Hemd rocken, was natürlich Baba ist. By the way, Friends, habe ich fürs nächste Video schon eine Idee. Und zwar, viele von euch haben sich ja auch Top-Sommerhemden gewünscht. Weil ich finde, in jedem Kleiderschrank für einen Sommerlook müssen auf jeden Fall ein paar sehr frische Sommerhemden an den Start sein. Nicht nur, dass es Baba und locker und lässig aussieht, sondern gerade an heißen Tagen ist es auch einfach geil, so ein lockeres Hemd anzuhaben. Und meine Idee war, im Hinterkopf noch dabei zu behalten, dass man auch abcheckt, zu welcher gibt es nice, passende Shorts. So, dass man diesen einheitlichen Hemd-Shorts-Look trägt. Ich finde, es sieht sehr, sehr geil aus. Wenn ihr wisst, wie ich meine, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Und auch an sich, schreibt mir rein, was als nächstes kommen soll. Friends, Alter, ihr müsst mehr kommentieren. Immer Fresh Army, zeigt einfach, dass ihr am Start seid. Auf jeden Fall eine sehr wilde Adidas Shorts, die nicht nur 0815 ist. Da bekommt ihr aber nachher noch eine. Weiter geht's mit Nummer 9. Wir nähern uns den 5 Bonusmodellen. Ist die Jordan Diamond Shorts. Ich habe sie letztes Jahr schon gezeigt, aber ich finde sie auch dieses Jahr nach wie vor sehr wild. Und gerade auch in den neuen Colorways. Hier vor allem der beige-blau. Jungs, Nike, Alter, was habt ihr gemacht? Gibt's aber auch in schwarz-weiß, gibt's in rot. Und auf unserer Website findet ihr hier auch weitere Shops mit weiteren Colorways. Ja, es gibt auch die PSG-Version. So, da könnt ihr euch austoben, Friends, je nachdem, welche Farben eure T-Shirts haben. So, Nummer 10, um auch wieder ein bisschen runter auf den Boden zu kommen. Die klassische Adidas Three Stripes Shorts. Ich finde es auch generell nice, wenn die Shorts nicht immer unbedingt für sich steht. Ich habe auf jeden Fall ein paar Outfits, wo die Shorts auch immer ein Statement setzt. Aber ich finde es generell nice, gerade wenn man schon ein expressives T-Shirt anhat, was schon eh ein Blickfang ist, dass die Shorts kann auch einfach auf entspannt, wisst ihr, die vorherige, die Pegado zum Beispiel, wo ich euch gezeigt habe, kann auch einfach einfarbig sein. Und da ist die Adidas Three Stripes Shorts top Preis-Leistungs-Verhältnis. 35 Euro bekommt ihr eine super bequeme, nice Quali. Gibt es zum einen hier in so einem babyblauen Ton, wie ich schon vorher vorweggenommen habe, aber auch in Navy, in Grau, in Full Black und weitere Shorts, ihr wisst, auf der Website. Und an der Stelle will ich euch auch die Floral-Version nicht vorenthalten von so einer Adidas Fleece Shorts. Die ist nämlich auch super einzigartig und die muss einfach mit rein. Nice Cremefarbe, gibt übrigens auch passende Oberteile dazu, also das passende T-Shirt und den passenden Hoodie. Kommen wir zu Nummer 11. Chinatown Market hat auch sehr wilde Shorts am Start. Gerade wenn die Shorts eher im Blick fallen sein soll, da zeige ich euch gleich noch ein paar Colorways. Aber ein Colorway, den ich sehr lit finde, ist dieser hier. Auch mit dem Print vorne und der Print in nicen, sommerlichen Farben. Chinatown ist auch gerade um 33% reduziert. Und weitere Farben, die ebenfalls reduziert sind, findet ihr auch auf der Website verlinkt. Hier diese Tie-Dye-Muster, ja. Auch für diesen Sommer sehr wild, für die unter euch, die es tragen können, ja. Kann nicht jeder tragen, aber wer es tragen kann, sehr, sehr geile sommerliche Vibes. So, Friends, kommen wir zu unserem Bonusmodell. Nummer 1, Por, Alter. Mit diesen Paint-Splattern auch einen aktuellen Trend aufgegriffen. Und vorne hier auch den Schriftzug Palm Spring. Von 50 Euro auf 25 Euro reduziert. Noch in allen Größen da. Und gibt es auch im Black. Ist tatsächlich eine Slim-Fit bzw. Regular-Fit-Shorts. Gerade für die, die es nicht so feiern, dass die Shorts immer weit ist, gibt ihr da auch einige. An der Stelle kann ich auch sagen, in diesem Shop, wo es diese beiden Jeans-Shorts gibt, gibt es gerade 50% auf alle Shorts. Und da sind sehr, sehr krasse Modelle dabei. Auch hier so sommerliche Modelle. Aber auch Basic-Versionen. Basketball-Shorts, ganz klassische Baumwoll-Shorts, auch in der Beschreibung verlinkt. So, wirklich super günstig. Hier von 30 auf 15 Euro. Gerade für die, die nicht so viel Cash für eine Shorts lassen wollen. So, jetzt haben wir hier plus 2. Die Represent Cargo ist hier einfach von 212 auf 106 Euro reduziert. Sehr wild. 50% extra. Ich weiß nicht, ob das dann noch geht, wenn das Video rauskommt. Deswegen, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber 50% auf diese Represent Shorts und einfach eine sehr wilde Cargo-Shorts mit den Zippern. Man muss sagen, das ist der Style, der für letztes Jahr viel mehr typisch war, aber auch für dieses Jahr sehr wild ist, auch mit den Bändeln. Gibt es auch in Camo, wo es aber nicht so stark reduziert ist. Plus 3, Alter Armin, was hast du schon wieder gefunden? Hier, Polo Sport Fleece Shorts, also auch das klassische Modell, wo man eigentlich denken würde, dass es das nicht im Sale gibt. Hier, von 100 auf 50 Euro reduziert. Gibt es zum einen in Weiß und zum anderen in Grau. Zuschlagen, Freunde, die größten werden auf jeden Fall weggehen. Wer von der weitere Colorways sucht, in diesem Shop gibt es die für 60 Euro statt 100 Euro. Also quasi nicht 50, sondern 40% reduziert, aber dafür weitere Colorways und vielleicht auch weitere Größen, falls die im vorigen Shop ausverkauft sind. So, plus 4,
einen Nike Dryfit Shorts aus der Exploration Series um 40% reduziert. Von 50 auf 29,97. Und ich finde die Farbe und das Muster einfach sehr nice, sehr sommerlich. Und typische Nike-Qualität und nicer Basketball-Fit. Ich weiß, es gibt nur noch XS und S, weil Freunde, ich habe das gestern auf Insta rausgehauen. Ich weiß, ich versuche eigentlich die Pieces, die ich im Video zeige, die ganz krass sind, eigentlich aufzuheben. Aber bei der habe ich einfach gefühlt, habe ich schon auf Insta rausgehauen. Apropos Friends, wenn uns nicht auf Instagram folgt, checkt das ab. Ich poste da fast jeden Tag aktuelle Sales. Wenn es neue Fashion-Drops gibt oder wenn ein Rapper-Piece krass reduziert ist, Friends, ich poste das da immer. Beziehungsweise auch die im YouTube-Community habt, die das liken. Da poste ich die ganzen Sachen auch. Also YouTube-Community habt abchecken und Friends, kommentiert da auch gerne, liken. Ihr wisst Bescheid. Bei der Shorts habe ich aber auch noch einen Shop 2, wo sie auch reduziert ist. Also jetzt hier gibt es nur noch XS und S. Checkt auf der Website. So, kommen wir zu Plus 5. Auch ein krasses Angebot, Friends. Wo auch die Größen immer mehr weggehen. Von 40 Euro auf 18 Euro die Weekday Denim Shorts. Und ich finde auch eine weiße Shorts im Sommer sehr nice. Und gerade wenn man jetzt nicht übelst viel Geld dafür ausgegeben hat, wenn die dann mal dreckig geworden ist, ist halt dann so. In diesem Sinne, Friends, schreibt in die Kommentare eure Wünsche bezüglich Videos. Danke euch für alles. Genießt den Sommer. Bis gleich im nächsten Video. Ich küsse euer Herz. Peace.